Das war ein Massaker. Dass du mit jemand befreundet sein würdest, der an den roten Raubzügen teilgenommen hat. Oh, keine Sorge. Er war einer von den Guten. Er wollte den Angriff stoppen, doch er kam zu spät. Seitdem ist er auf der Flucht. Und du glaubst, dass ihm hier etwas zugestoßen ist? Keine Sorge. Wir werden ihn finden. Er versprach mir, eine Nachricht zu schicken. Ich habe gewartet, aber sie kam nie. Das hier ist das Feld, wo die Tenak die Kaja abgeschlachtet haben. Zeit und Wetter haben die meisten Kampfspuren beseitigt. Aber da sind viele Fußspuren. Noch ganz frisch. Sehen wir uns das mal an. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Tiefe Fußspuren, vielleicht Osaram. Zu viele, um zu sagen, ob Amadis bei ihnen war. Ziehen wir uns um. Vielleicht hilft mein Fokus. Amadis sollte doch allein sein. Wieso waren Osaram hier? Schwache Spuren. Nicht Osaram, vielleicht Kaja. Hier gibt's eine Spur, der ich mit dem Fokus folgen kann. Kalana, ich glaube, ich habe hier was. Spuren, die vom Schlachtfeld wegführen. Geh voraus. Ich verstehe das nicht. Wieso ging Amadis weiter nach Westen? Vielleicht finden wir hier noch was anderes. Sieht ziemlich verlassen aus. Ein Utaru? Was macht der denn hier draußen? Vielleicht hat er Amadis gesehen. Fragen wir ihn. Lasst mich raten, ihr seid Nachzügler. Wurde zurückgelassen, als die Wagen losfuhren. Keine Angst. Ich bin kein Kaja-Hasser. Nur ein alter Plünderer, dankbar für ein bisschen Gesellschaft. Ich bin Lel. Ihr habt euch wohl verlaufen? Genau genommen suchen wir jemanden. Ein Kaja-Jäger. Er müsste allein gereist sein und die Kleider waren sicher abgenutzt. Ja, der war hier. Sah sich auf dem Schlachtfeld um. Wollte wissen, was passiert ist. Zum Glück kennt der alte Lel all die Geschichten. Die Kaja-Armee stürmte direkt in die wartenden Tenak. Die meisten verbrannten. Andere brachten die Tenak zurück nach Westen. Euer Mann wollte wissen, wohin. Ich habe ihm die Gerüchte von einem Ort namens Vollnis erzählt. Was ist das? Ein Tenaktkerker oder Kaja-Friedhof, je nachdem, wie man es sieht. Wo liegt dieser Ort? Weiter westlich, im Tenakt-Gebiet, aber das hielt ihn nicht auf. Eine Osaram-Karawane lagerte auf dem Schlachtfeld, die wollten in die gleiche Richtung. Er ging mit ihnen. Sie zogen nach Westen, zu den Bergen. Danke, Lel. Wir müssen jetzt los. Weidmanns Hall da draußen. Wir gehen nach Westen, zu den Bergen. Wenn wir die Karawane finden, finden wir vielleicht Amadis. Los geht's. Auf geht's. Du meintest, Amadis verlor in der Schlacht jemand Geliebten. Glaubst du, die Tenak nahmen stattdessen diese Person gefangen? In der Fäulnis? Ich weiß nicht, vielleicht. Der Hügel da vorne.
Sieht aus, als wäre da ein Tunnel. Ein Panzerschnatter. Er hat uns noch nicht gesehen. Ich kann es benutzen. Habicht und Drossel. Wie in alten Zeiten. Diese Nachricht stammt von einem Osseram, der bei einem Damm stöberte. Klingt nach jemandem, den ich kenne. Wohl weitergezogen. Eine Sackgasse! Sieht aus wie ein Einsturz. Und was ist mit der Karawane passiert? Sehen wir uns mal um. Vielleicht hilft ein zweites Gesicht. Talana, ich glaube, ich habe hier was. Im Geröll. Was ist es? Was steht da drin? Er war Teil der Karawane, die hier durchkam. Die Notiz endet abrupt, als der Tunnel einbrach, schätze ich. Oh. Aber keine Spur von einem Kaja-Jäger. Und eine erste Karawane schaffte es vor dem Einsturz durch. Sie sind wohl zu einem Wasserloch auf der anderen Seite gereist. Er könnte es geschafft haben. Führt noch ein Weg hindurch? Ich weiß nicht. Diese Berge sind ziemlich steil. Da muss ich einen Weg finden. Danke, Aloy, dass du so weit mitgekommen bist. Doch ich habe genug deiner Zeit verbraucht. Bitte, nimm das. Möge es dir auf deiner Jagd helfen. Moment. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich einen Weg über die Berge finde? Ich komme zu Milo nach Steinhall, sobald ich kann. Wenn du einen Weg findest, lass eine Nachricht dort. Mach ich. Viel Glück. Dir auch. Scheint sehr besorgt um ihren Freund zu sein. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Aber ich glaube, er kommt zurzeit nicht an den Bergen vorbei. Okay. So. Also ich will schon gern mich ja kurz bis Talana einen Weg überfällt. Soll sie einen Weg finden? Da ist er einen Weg finden. Also ich auch selbst durchlesen. Ein Schiff von vorhin.
Weil er einen bringt, aber manchmal. Das ist hier, das ist die eine. Durch diesen. Mensch, ich hätte da nie Quest oder nicht. Auf nach Reinkampf. So. Was ist denn vom Vogel? Ich habe noch einen Rotfuchs. Sprungsteiger. Das ist wohl einer der Utaro-Landgötter. Was macht der denn hier? Jetzt gibt es Ärger.
So. Kannst du auch noch? So. Wieder was entfernen, dachte ich. Naja, zu früh gefreut. Das hilft. Okay, speichern. Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Ich muss wieder zu gehen. Das ist jetzt eigentlich ein Jahr, aber ist ja nicht so. Testen die Felder, aber ja, als wollte ich müsste ihre, ja, ich müsste diese Maschine eigentlich zerstören. Von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Klingt, als ob die Utaru Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fa ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseran. Es sind unsere Bogenschützen, die die
Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung. Oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar. Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Wahl sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Ich würde sagen, er spielt dann ohne Maschinenstreit. Na, schaue ich bei den Nebenquests. Oh. Au, da oben. Obwohl ich da jetzt vorher mal einkaufen gehen. Der ist auch da oben. Und ich werde mich wohl wieder da oben finden. Ich gerne für euch, ich habe.
Besser wäre auch statt deiner Schienenteil einfach so viel Metallscherben gegen das Teil wert ist. Das wäre viel einfacher. Schon, du kommst gar nicht mehr. Wie gefällt dir Rheinklang? Sehr beeindruckend. Klar, wenn man auf den Geruch von Dunk steht. Ach, was red ich da? Ich werde auch nicht mehr losziehen, versprochen. Die Leute brauchen mich. Die anderen Entführten hatten es schlimmer als ich. Viel schlimmer. Hilf ihnen so gut du kannst, Jeff. Mach ich. Mit dir kann ich zwar nicht mithalten, aber trotzdem. Weißt du, wie lange es schon keinen Tribute-Tausch mehr gegeben hat? Oh. Hast du es gehört? Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streiter besiegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Rheinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Warum bist du hier? Ich lausche lieber Maschinen als Gesang. Sobald ich meine Vorräte habe, gehe ich zurück ins Jagdgebiet. Bleiben und abwarten, was wird. Aber sobald fällen die Utarung keine Entscheidung. Ich habe Rüstung. All die Leute hier. Das erinnert mich an Mutterland, im heiligen Land der Nora. Alle kamen zusammen, um die Worte der Stammmütter zu hören. Du musst deine Heimat vermissen. Du bist eine Nora, oder? Ich habe seit der Jägersiedlung keine mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass Utaro so weit nach Osten reisen. Es ist wegen meiner Farben. Ich will lernen, wie andere Stämme mit Wurzeln und Pflanzen färben. Es ist erstaunlich, was der richtige Farbton aus einer einfachen Rüstung machen kann. Ich habe Muster dabei, falls du interessiert bist.
sind wunderschön. Das ist nichts im Vergleich zur Arbeit der Tiere. Sind diese Fremden hier willkommen? Jetzt ist nicht die Zeit, eure Energie zu verschwenden. Irgendwann machen sie Pause, oder? Solange keine Harmonie herrscht, machen sie weiter. Wir brauchen einen Ritual. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen das lassen. Etwas sagt mir, dass du eine Herausforderung suchst. Setz dich. Fangen wir an. Noch hast du nicht gewonnen. Ich bin dran. Du bist dran.
Lass mal sehen. Zugeben. Was hältst du von einer Revanche? Fangen wir an. Antwort darauf. Sollte ich? Nicht unbedingt. Was machst du als nächstes? Ich bin dran. Oh, schätze, die Figur fliegt vom Brett. Fang an. Fort mit dir. Oh, schätze, die Figur fliegt vom Brett. Lass mal sehen. Die hier ist erledigt. Was ist deine Antwort darauf? Es war doch klar, dass das dein nächster Zug ist. Fort mit dir. Sollte ich? Nicht unbedingt. Die Figur haben wir das letzte Mal gesehen.
das Spiel ist aus. Du hast gewonnen. Fair und anständig. Lass uns anfangen zu spielen. Ich bin dran. Oh, schätze, die Figur fliegt vom Brett. Die Figur haben wir das letzte Mal gesehen. Lass mal sehen. Zu brauchen. Gewonnen. Ich wusste, meine Strategie ist die richtige. Mal sehen, ob meine Maschinen stärker sind als deine. Was ist deine Antwort darauf?
fang an. Die Maschine ist nicht mehr zu brauchen. Oh, schätze, die Figur fliegt vom Brett. Schwachstelle. Okay, so wird die Sache laufen. Die Figur haben wir das letzte Mal gesehen. Genau so, gewonnen. Vielleicht schlägst du dich nächstes Mal besser. Das Spiel vergesse ich nicht so schnell.